She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Geht, Freunde, und damit herzlich willkommen zu meinem Kickbase Team of the Season. Ich dachte, es passt zeitlich gerade ganz gut, weil die FIFA-Zocker unter euch werden es wissen. Aktuell gibt es jetzt wahrscheinlich dieses Wochenende das Bundesliga Team of the Season. Und dann dachte ich mir, komm, das ist doch ein guter Zeitpunkt, mein persönliches Kickbase Team of the Season hier rauszuhauen. Und ich werde das wie jedes Jahr machen. Ich mache das jetzt zum dritten Jahr in Folge. Ich werde einfach in Kickbase natürlich, obviously, meine Top 11 zusammenstellen. Dafür switchen wir auch schon mal rüber in die Willy Season hier, wo ich das Ganze zeigen kann. Ja, wie habe ich mir das Ganze gedacht? Also, ich habe versucht, so einen guten Mix zu finden aus, hat in Kickbase sehr gut performt, war aber auch generell einfach super stark. Also, ihr werdet das hören, ich werde jeden Spieler einzeln argumentieren. Da werdet ihr schon ungefähr raushören, warum der Spieler letzten Endes hier drin gelandet ist für mich oder eben nicht. Ich werde das Ganze im 3-5-2 spielen und wir beginnen natürlich mit dem Torhüter. Hier habe ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, es gibt für mich drei Leute, die wirklich zu 100% in der Auswahl mit dabei sein müssen. Wenn wir nur nach Punkten gehen, dann ist tatsächlich, glaube ich, sogar Riemann der beste Torhüter, was echt krass ist, hätte ich nicht gedacht. Aber er ist der beste Torhüter dieses Jahr in der App, was Gesamtpunkte angeht. Für mich gibt es drei Torhüter, die komplett rausstechen. Das sind zum einen Mark Flecken. 3.374 Saisonpunkte am Ende auch gemacht, war maßgeblich dafür, ja, letzten Endes auch wichtig für Freiburg, dass sie hier dort stehen, wo sie am Ende stehen. 31 von 31 möglichen Spielen gemacht, war also auch immer dabei, konstant immer dabei gewesen. Er ist es nicht geworden. Ich werde wie immer erstmal anfangen mit den Honorable Mentions. Es war für mich dann ein noch knapperer, weil bei Flecken war das Ding, er hatte schon richtig gute Spiele. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Bayern, wo er wirklich gefischt hat wie ein Weltmeister. Aber es gab zwei Torhüter, die für mich noch besser waren. Das sind zum einen Gregor Kobel, der es auch nicht geworden ist, mit 2700 Saisonpunkten. Das liegt daran, weil er für mich dann einfach zu lange gefehlt hat. Die 7 Spiele, in denen er nicht da war, waren einfach insgesamt für mich zu viel, um ihm hier die Krone zu geben. Und mein persönlicher Torhüter der Saison ist Frederik Renault geworden. Marktwert von 17,6 Millionen ist relativ irrelevant, aber ich finde, dass kein Torhüter im Vergleich zu dem, was die Mannschaft auch so geliefert hat, einen größeren Anteil hatte als Frederik Renault dieses Jahr. Nicht mal ein Mark Flecken. Ich erinnere mich an Spiele, wo er durch super Aufbauspiel brilliert hat. Ich erinnere mich an Spiele, wo er super präsent auf der Linie war. Und generell einfach das, was Union stark gemacht hat, nämlich die Defensivarbeit, könnte man bei Freiburg genauso argumentieren, aber bei Union ist es einfach noch wichtiger. Da war Freddy Rönne für mich der maßgebende Torhüter dieses Jahr und deswegen ist er auch mein Torhüter der Saison. Wir gehen weiter zur Abwehr. Die erste Honorable Mention, die ich habe, ist der gute Jeremy Frimpong mit, ja, am Ende 3200 Punkten. Hat es bei mir dann knapp nicht reingeschafft, weil er mir dann doch ein bisschen zu, ja, streaky war, ein bisschen zu phasenweise, also hier ein paar Ausreißer. Jetzt in letzter Zeit performt er wirklich wahnsinnig konstant und ist natürlich auch maßgeblich daran, ja, beteiligt, dass Leverkusen aktuell so performt, wie sie performen. Hat einfach 14 Scorer als Wingback, das ist total krank. Er ist aber, hat es am Ende nicht mit reingeschafft, denn die letztendliche Aufstellung ist für mich Borjomo Pavard auf der 1. Dann haben wir mit Nico Schlotterbeck den zweiten. Und als dritten Spieler, gehört für mich einfach mit rein, ist es mein persönliches Team of the Season, ist Mitchy Weiser. Wir fangen mit Mitchy Weiser an. Einfach eine kranke Saison gespielt. Ich meine, er müsste auch so bei 12, 13 Scorern sein, 11 Scorer, 2 Tore, 9 Assists. Ist für mich einfach mit Niklas Füllkrug zusammen der Spieler, warum Bremen so eine brutal konstante, solide Saison gespielt hat. Ist einfach unfassbar wichtig gewesen für seine Mannschaft und für mich auch nochmal einen kleinen Tacken wichtiger als wie bereits eben an der angesprochene Jeremy Frimpong. Deswegen hat es Mitchy Weiser für mich absolut verdient, hier dabei zu sein. Nico Schlotterbeck, brauchen wir nicht lange drum fackeln, einer der konstantesten und geilsten Kickbase-Spieler, aber auch für Borussia Dortmund. Es ist Wahnsinn, was der dieses Jahr direkt geliefert hat. Das ist ja seine erste Saison auf wirklich hohem Niveau. Letztes Jahr bei Freiburg war er schon sehr, sehr gut. Das davor bei Union immer ein bisschen schwierig gewesen. Aber dieser Step von Freiburg zu Dortmund hat vielleicht nicht jeder ihm zugetraut. Ich habe gesagt, könnte gut sein. Glaube jetzt aber auch nicht, dass er brutal sein wird. Und er war für mich einfach sowohl defensiv als auch offensiv unfassbar wichtig. Deswegen, er muss für mich ja auch mit rein. Und der letzte Spieler ist der am konstantesten spielende Bayern-Spieler. Ein Spieler, den sie die ganze Zeit abgeben wollen, der aber einfach für die Meisterschaft, wenn sie sie denn gewinnen sollten, mit am elementarsten war. Und das ist Benji Pavard. Ich kann natürlich nicht von den Kickbase-Punkten weggucken. 145er Average. Aber
das, was er Bayern dieses Jahr geliefert hat, ist kompletter Wahnsinn. Deswegen muss Benjamin Pavard für mich hier mit rein. Wir kommen zum Mittelfeld. Honorable Mention. Und jetzt werden viele aufschreien. Ich spiele schon 3-5-2, also ich habe schon gecheatet. Dominik Szoboszlai hat es bei mir am Ende nicht mit reingepackt. Und ich glaube, er war natürlich brutal gut, auch wie er sich fallen lässt. Generell, die Wichtigkeit, die Szoboszlai fürs RB-Spiel hat, ist krank. Aber ich glaube, wir lassen uns hier ein bisschen zu viel von Kickbase-Punkten blenden. Denn es gab für mich Spieler, die einen größeren Impact hatten. Das sind für mich zum einen, wir gehen natürlich hier nach meiner Reihenfolge, wir haben Julian Brandt. Wir haben den guten Jamal Musiala, wir haben Joshua Kimmich, wir haben Jude Bellingham und wir haben Vincenzo Grifo. Ich glaube, da kann man ruhig mal einen Szoboszlai benchen. Wir fangen mit Grifo an. Ich glaube, der steht bei 13 Saisontoren. Ist natürlich 13 Saisontore, 4 Assists. Wahnsinn. War natürlich ein paar Elfmeter dabei, keine Frage, aber unfassbar wichtig, offensiv der beste Spieler bei den Freiburgern, brutal wichtig für die Position, wo sie aktuell drin stehen. Deswegen, der muss hier für mich mit rein. Ja, mit Bellingham jemanden, der, ja, wie alt ist er, 19, der mit 19 spielt, als wäre er 28 und hätte schon 4 Ballon d'Ors gewonnen und 5 Weltmeisterschaften. Also die Konfidenz, das, was er Dortmund bringt, ist einfach unfassbar. Zweikampfstark, offensivstark, defensivstark, Leadership. Kann auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen, was seine Motivation angeht, aber das gehört auch dazu. Er ist noch jung, er wird daraus lernen. Bellingham wird einer der krassesten Mittelfeldspieler sein, die wir jemals in unserer Fußballwelt gesehen haben. Julian Brandt hat dann für mich den leichten Edge vor Szoboszlai bekommen, weil er einfach auch hier offensiv, jetzt aktuell performen auch andere, aber er war so wichtig offensiv für Dortmund. Er hat Reus outperformed, er hat Donny Malen outperformed, er hat Adeyemi outperformed, er hat Alea outperformed, er hat jeden Spieler in der Dortmunder Offensive outperformed und war so krass wichtig, wenn auch über einen konstanten langen Zeitraum. Julian Brandt gehört für mich mit rein. Und die zwei Bayern-Spieler, die einzigen zwei Bayern-Spieler neben Benjamin Pavard, so viel kann ich vorwegnehmen, hier drin sind Kimmich und Musiala. Bei Musiala muss ich nicht viel sagen, der Typ hat 20 Scorer. Also du kannst einen Dude mit 20 Scorer einfach nicht mit hier reinpacken. Und Joshua Kimmich war einfach das Herzstück des FC Bayern, wie jedes Jahr. Ist einer der wichtigsten Spieler in der Bundesliga, einer der besten Spieler in der Bundesliga. Ich glaube, dass Kimmich gar nicht mal die krasse Saison seines Lebens spielt, aber er gehört hier trotzdem mit rein, denn er ist einfach mit einer, wenn nicht sogar der beste Mittelfeldspieler in der Bundesliga. Er ist unfassbar. Von daher, Kimmich gehört für mich hier auch mit rein. Kommen wir noch zum Sturm. Erste Honorable Mention ist der bestpunktende Stürmer mit Moussa Diaby. Hat es für mich auch knapp nicht mit reingepackt. Da werden viele aufschreien, was ich vollkommen verstehen kann. Ich fand die anderen einfach nochmal einen Tacken besser. Deswegen Moussa Diaby. Natürlich muss ein Shoutout gegeben werden, hat es aber nicht mit reingepackt, die zwei Stürmer. Die es am Ende für mich geworden sind, sind die zweit- und drittbesten Punkte in Kickbase, Niklas Füllkrug und Randall Kolo Muani. Niklas Füllkrug muss ich euch nicht erzählen, der Typ steht bei 16 Saisontoren und wird sich, wenn alles glatt läuft, auch noch die Torjägerkanone holen. Auch einfach die Relation zu dem, wie seine Mannschaft performt. Ich meine, Frankfurt ist jetzt auch nicht so geil unterwegs, aber Leverkusen ist immerhin in den Top 5 oder Top 6 mit drin. Bremen spielt eine Durchschnittssaison, was für sie ein riesiges Ding ist dieses Jahr nach Wiederaufstieg in die Bundesliga. Und da muss Niklas Füllkrug mit rein, wie gesagt, zusammen mit Mitchell Weiser. Der Stürmer neben ihm, Kolo Muani, dann auch unfassbar. Vor der Saison 23 Scorer, das ist so krank. Vor der Saison hat man sich gedacht, ja, könnte eine ganz gute Saison spielen. Er ist der Grund, dass Frankfurt nicht in der unteren Tabellenhälfte ist, geschweige denn, ich will nicht Abstiegskampf sagen, aber ohne Randall Kolo Muani, ich wüsste nicht, ob Frankfurt in den Top 14 drin wäre. Das klingt so krank, aber Kolo Muani ist die Lebensversicherung der Eintracht in sämtlichen Spielen. Er muss hier mit rein, er ist der beste Spieler der Eintracht und vielleicht sogar der beste Offensivspieler der Bundesliga. Und er komplementiert mein Bundesliga/X-Kickbase-Team-of-the-Season. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst mir sehr, 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 wirklich sehr, sehr gerne euer Team-of-the-Season in den Kommentaren da. Und vor allem geht gerne auf meinen Insta-Account. Da mache ich aktuell eine Umfrage oder eine Abstimmung, wo ihr gemeinsam mit der Community euer Team-of-the-Season bauen kann. Ich werde Karten posten, also gerne kickbase.guide auf Insta abchecken. Das war's von mir. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns am Donnerstag in der Bundesliga-Preview. Haut da rein, bis dann. Und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man?